hier nochmal ihr Kenketau-Sinologie-Studio mit China-Klatte. Ban Chi Se. Die verlaufende Schrift im Plätzchen. Nach dem. Nach der Sinologie ist Shin Gold. Die heilige Religion, Shinitai, die Weltreligion. Und da darf es weder Blei noch Silber geben. Und es muss durch Zinnober, durch Qi, geläutert werden. Eben bis zum Gold. Und zum Tai Shin gibt es Tai Kong und Tai Song. Tai Shin, höchstes Gold, Tai Kong, höchste Klarheit und Tai Song, höchste Mitte. Und in der höchsten Mitte war Huan oder Swan, obwohl oder ob schon. Und das musste repariert werden. Nun stellen wir fest, dass mit dem Wu-Wei in der Haltung was nicht stimmt, mit dem Nichthandeln was nicht stimmt. Da schreibt man sich übungshalber erstmal 10 verschiedene Varianten von Wu-Wei mit einem dritten Zeichen hin und dann kriegt man das raus. Und das muss ja auch repariert werden. Und dazu ist uns aufgefallen, dass die Karate-Siege wieder neu entwickelt wird und prima entwickelt wird. Und wir fänden das ganz gut, wenn das Kung Fu auch so geübt wird wie das Karate. Unsere Form ist nun mal das Kung Fu und nicht das Karate, aber die Übungsweise des Karate finden wir sehr vernünftig. Also eben gezählte Riege zu Toren und auch dreifache Nächstenliebe dadurch praktisch möglich zu machen, indem es eben einen Anhaltspunkt zur Selbstkultivierung gibt, zur Selbstbeherrschung und nicht nur ein Druckverhalten. Und eben um dieses Druckverhalten geht es jetzt, nachdem die heilige Magu auch den gelben Kaiser in die Dunkelheit gefolgt ist, weil der Boxerkrieg verloren war, geht es eben um den Daimo. Und der Daimo ist eben das, also wenn wir im Sitzen meditieren, ob wir uns astringieren oder ausbreiten können. Wenn wir uns ausbreiten können, dann stimmt der Gürtelmeridian. Und zu dem einfach sich nur so ausbreiten, ist der Schlag nicht fest genug und der Druck verführt zu der genügenden Festigkeit des Schlages. Und Konfuzius hat schon viel über Druck geredet und wir haben auch über Druck geredet. Und Druck ist eben nur ein Mittel zum Weg und nicht der Weg. Und der Weg ist die Entspannung. Und dazu muss eben auch das Wubei eine richtige Haltung haben. Und dazu haben wir hier so einen Text entwickelt, hier im Kenketau. Mo Kang Kwan Siu Li Shui Siu Kwei He Yao Do Xiang Bu Dui Huan Kan Gui Huan Yen. Shan Kong Kwan Su He Shui Na Dui Siu She Su Su Lao Hai She Huan Li Yu Bu Huan Si She Duan Guo Hai She Lao Yao Pai Yu Fan Quan Yao Ting Pan Bing Pan Si Si Dai Tao Kai Su Dai
Yen Song Di Dai Ai Hai Shi Tun He Wu Man I Bao Han Su Bian Yun Yao Shun Hai Shi Song Yao Zai Ya Zai Su Ai Jing Ming Quang Dai Mu Diao Si Yun Yi Gu Shu Lung Tse Quan Dien He Tai Chi Du Hier fehlt noch ein kleiner Strich, den muss ich hier ergänzen. Das heißt ja nicht Sie, sondern Jun. Wird auch anders geschrieben als das Jiao. Ji Da Yung Shu Shi Gu Gu Shui Tai Dui Gu Zai Lu Wu Hai Siu Ti Shi Hai Nao Gan Yan Pan Yu Su Shi Dui Hu Lao Shi Fu Hai Shi Wu Ya Shan Fu Si Shui Ming Hong Shin Nu Hai Shi Wang Shi Gu Vielleicht will ich das kurz noch übersetzen. Also in der schon längst rekrutierten, allumfassend rekrutierten Zeit ist eben der Brave im Recht gestanden, die Riege repariert zu haben. Wer repariert jetzt die Brücke? Und wer kann laden und plädoyieren? Und wer muss beim Laden und Plädoyieren entsprechend enttäuschen? Weil nicht rechtzeitig vorgesorgt wurde. Ob man das verantworten kann und der feststehende Satz, wer die Riege plädoyiert und die Vorführung nicht enttäuscht, darf Jade im Gürtel tragen. Somit ist der Plan klar dargelegt und die Verführung steht bloß da. Und die Wiedergutmachung wird etwas beiseite legen. Ei, was vermutet wurde. So wusste man, was man tat und was man gesagt hat, und es ist nichts mehr zu machen. Und eine Besserung wäre zuverlässig, wenn ein richtiger Drachenwurm die Idee hat, sollte der Gürtelmeridian ein freigelegtes Gefühl haben. Und die Menschenkenntnis zum Aufrufen bereit sein. Die Menschenkenntnis normalerweise nicht macht. Das haben wir schon mal erklärt mit Keng Xiao ist die Stimme beim Aufrufen
pietätsvoll oder Ling anmaßend. Wegen der dreifachen Nächstenliebe. Mensch sein, mit Mensch entscheiden und übermenschlich. So ist es mit der Bewanderung in den Angelegenheiten zur Verantwortung im Thema Bassa. Und das Gewissen fühlt eine Erweisung die ganze Zeit, was sich mit der Zeit herausstellen wird. Wer ist denn nun dann der so berühmt genannte Gold schon längst rekrutiert? Und da geht es die ganze Zeit hier in dem Buch um solche Gestalten. Deswegen heißt das ja auch Banshee. Das war auch mal hier. Hobby China Klatte Zoologie Studio von Kenkin. Auf Wiederhören.